Einmal rechts ranfahren, bitte. Einmal rechts ranfahren. Warte, Kollegin! Moin! Ja, sehen Sie, so werden Sie von der DTU begrüßt. Was ist denn? Und dann das wird und schwitzig bei Ihnen. Wir wollten einfach nur gucken, ne? Wie es Ihnen so geht. Ja, kann ich erstmal die Karre einparken hier, oder was? Ja, klar, tun Sie es. Soll ich nicht den Koffer aufmachen und mal Drogen durchsuchen oder so ein Scheiß? Ach so, ja, vielleicht nochmal reingucken? Ja, ich guck mal rein. Oh, ein paar Schmuddelhäfchen. Haben Sie da Handschellen drin? Mit Plüsch? Das ist meine Sache, was da drin ist. Ach, ja, gut. Ja, ich habe auch solche. Ja, besser ist, ja. Ja, ich pack das Ding mal ein. Machen Sie das, alles, ne? Klar. Und dann... Ah. Ich bin immer im Dienst und ihr schon Sirenen an hier, ey. Ja. Alter. Die 04 G1041. Ja. So, ich geh jetzt mal noch mal kurz pinkeln, ne? So. Ja, haben wir was zum Schreiben? Hallo. Moin. Das ist die 338. Scheiße, Einteilung machen wir gleich. Ja, ich muss eh Kippen kaufen noch. Scheiße. Haben Sie? Warum haben wir keine Automaten hier? Ja, ich kann Ihnen gleich eine Packung geben. Nee, ich will die selber kaufen. Ich will wissen. Dann geben Sie mir das nächste Mal zwei. Ich will Ihnen doch nächstes Mal zwei nicht geben. Ich will jetzt. Das ist doch das Problem gar nicht. Wenn Sie schon eine Packung haben, doch 846. 846. Perfekt. Dann kommen Sie zumindest bis zum Kiosk. Naja, ich werde jetzt schon. Ich habe noch eine Fluppe in der Packung. Officer Wolf. Ha. Ich hätte noch welche für Sie. Ach, jetzt hör doch mal, was ist denn das hier? Ist das, ich hab nur gesagt, ich brauche noch Zigaretten nicht. Ja, ich brauche alle Ihre Zigaretten. Also im Zweifel hätte ich auch noch Zigaretten, weil Sie brauchen. Also ich brauche nicht Ihre Zigaretten, was ist denn jetzt das Problem? Wir wollen nur Netzern und Ihnen Zigaretten. Naja, ich brauche Ihre Fluppen nicht, ich kaufe mir selber Fluppen. Ich weiß nicht warum, aber als ich das heute gekauft habe, da waren ungefähr 4 Stangen Zigaretten dran. Streife 3, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Das Auto war da, im Kofferraum war das. Ach so, haben wir gefunden, ja, sehr schön. Ja gut, dann haben Sie die ganzen Sachen. Habe ich soweit. Wenn wundervoll, ich Fragen habe, kann ich Sie wahrscheinlich erreichen, oder? Selbstverständlich. Machen Sie wieder Ausbildung für die ganzen Sanitäter? bei mir wurde eingebrochen. Ach, scheiße. Ja, richtig, da wurde eine Waffe entwendet und ein Taser. Kacke. Deswegen musste ich eine Akte hier aufmachen. Naja. Ja, gut, dann frohes Ding noch, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Ziehen Sie Finger. Na klar. Ja, super. Moin, was kann man für Sie tun, ja? Ja, hi. Ich war vor ein paar Tagen hier und hatte mit jemandem ein Gespräch zwecks einer Bewerbung und wollte mich nochmal vorstellen und mit der Person nochmal sprechen. Ja gut, das sieht doch erstmal nicht schlecht aus. Sie haben keine AK auf dem Gesicht tätowiert, ja. Ein bisschen auffällige Haarfarbe. Ansonsten gucke ich mal, was der Commander sagt, wa? Captain Pike. Ja, ich gehe mal runter gucken, wa? Wir sind, glaube ich, beide nicht da. Ich habe doch gerade jemanden hier reinlaufen sehen. Ja, Commander ist gerade reingelaufen. Sag mal. Commander? Commander? Ja, kommen Sie rein. Kann ich reinkommen? Ja, gut. Commander, da draußen steht ein zartes Pflänzchen, was um Ihre Aufmerksamkeit bittet, wa? Ach du meine Güte. Das geht um eine Bewerbung. Soll ich die junge Dame mal hier rein klamüsern schieben? Schieben Sie die Dame mal hier rein. Ich schieb sie mal her, ne? So, dann kommen Sie mal mit, ich habe da was klar gemacht für Sie. Oh, Sie haben was klar gemacht? Was hat er klar gemacht? Ja, nicht Sie. Das haben Sie richtig erfasst, wa? Hm. So, dann kommen Sie mal durch. Schöner Tag heute, wa? Ja, unglaublich schön. Mike.
Warten Sie kurz. Sagen Sie mir vielleicht nochmal Ihren Namen, dann kann ich Sie sogar ankündigen. Trixie. Nur Trixie? So wie eine Stripperin? Nein. Aber wenn Sie schon den Witz machen wollen, mein Name ist Moore. So wie Gimme Gimme Moore von der guten Britney Spears. Nee, so schamlos würde ich nun keine Witze machen. Ah, sehr gut. Commander, ich habe da draußen eine Trixie Moore. Trixie Moore, sagen Sie? Ja, ja. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Soll ich die blaue Haare? Ja, ansonsten aber, ich habe mein Ausschlussmerkmal war, keine AK auf der Stirn tätowiert, wa? Oh, ja, also wenn wir nach dem Ausschlusskriterium gehen, dann wird hier jeder eingestellt, ne? Also nicht jeder zumindest. Ja, stimmt, fast jeder. Ja. Soll ich sie reinholen? Schicken Sie sind wir rein, ja. Naja. So, Frau Moore, kommen Sie. Ja, danke. So, ich stehe draußen weiter rum und rauche. Bis denn. Ja, die Kollegen warten schon auf Sie. Ja? Nehme ich schon an die Vor. Verdammt. Ja, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir durchtauschen. Kommen Sie, wir schauen. Mein Gott, Sie sind auch so ein Leitstern, Warrior Remington, ne? Eigentlich nicht. Ich versuche es immer zu vermeiden, wenn es geht. Gut, wie haben wir jetzt hier alles stehen? Remington, Connor, Davis sind... Wo ist Miss Davis? Wo ist Davis? Die ist gerade Akte machen, glaube ich. Die ist Akte machen. Ja, wir ich gucke mal kurz einen Bewerber an. Taser, so, Freeman habe ich das Sternchen vergessen. Ist er doch nicht Kadett? Ist er doch Kadett, Freeman? Naja. Okay, dann habe ich eben falsch geguckt. Ich dachte, der wäre. Ja, nee, ich hatte das Sternchen vergessen. Clark ist auch da. Ja, also, ich bin jetzt erstmal ganz kurz unten mir die Bewerberin anschauen. Ich gehe mal kurz runter von Streife 3. Und dann müssen Sie Streife 3 mal. Wir haben zu viele Kadetten gerade im Dienst. Ja, ich merke es gerade. Wir müssen die DU-Streife. Da kann aber auch schon mal. Was für ein schöner Tag. Streifendienst machen will. Oder wir müssen Nishimura reinholen. Weil der ist gerade mit. Nein. Oh, Mr. Wolf will sich doch bestimmt auch einteilen lassen, oder? Natürlich, darauf stehe ich doch hier. Ja, sehen Sie. Der Wolf kriegt das hin. Was wollen Sie mir jetzt antun hier? Ein Kadetten. Oh Gott, wie viele? Ein, ich nehme auch einen. Oh Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen, Connor, nehmen Sie vielleicht Demel und Wolf, Sie nehmen Freeman. Naja, das, das sollte passen. Herr Demel, ja, kommen Sie mit, nicht wahr? Perfekt. Und ich bin mal, ich setze mich danach also und so wieder irgendwo mit drauf, ne? Vielleicht auch gleich eine neue Auszubildende. Werden wir gleich herausfinden, wenn der Kollege was sagt, war. Richtig. Genau. Das. Ja, warum laufen die jetzt schon los? So, wir haben hier Connor mit Demel, das ist Streife 1. Freeman mit Wolf. Jupp. Bis dann Streife 3. Streife 3, alles klar. Streife begibt sich sofort zum Kiosk. So, da müssen wir mal gucken hier. Haben wir einen Wagen hier? Ja, natürlich. Ja, mit dem sind wir gerade gekommen. Wollen Sie fahren und wollen Sie funken? Sie funken, ich fahre. Funken, Sie sind Kadett, wa? Ja, genau. Ja, gut. Die Tentcodes habe ich jetzt noch nicht alle drauf, aber ja, ich denke, wir werden zurechtkommen. Dann kann ich Ihnen ja schon sagen, dass Funken echt eine gute Praxisübung ist. Okay. Streife 3 haben wir gesagt. Das erste, was wir machen, wenn wir Streife rausfahren, wissen Sie schon? Streife 3, 10-6, ne? Nee, 10-6 nicht. 10-8, weil wir sind ja vom Flugbahn. 10-6 würde heißen, 10-6 können Sie melden, wenn wir beim Kiosk angekommen sind. Okay. Streife 1, 10-8. Und passen Sie auf, dass Sie nicht über die Funksprüche von den Kollegen quatschen. Ja, das war gerade ein blöder Zufall. Alles gut. Ich muss es sagen. Ja, klar. So. Ich jetzt hier die scheiß Kippen her. Da muss so ein Automaten sein. Halten Sie mal Ausschau. Könnt ihr doch einfach eine Packung geben, ne? Nein, ich will die selber kaufen, warum will mir jeder Kippen geben? Ich krass mir noch aus. Einfach aus Nettigkeit. Ich meine, ich bin neu da, ich muss mich... Ja, Sie müssen mich jetzt nicht mit Kippen bestechen. Ich hätte auch noch Schmuddelheftchen sonst dabei, falls das besser ankommt. Nee. Okay. Bei der 10-8-Meldung können Sie, wenn Sie da ein bisschen weiter sind, auch immer mal sagen, welchen Bereich... Okay.
Ich kann Ihnen aber allerdings sagen, wo ein Zigarettenautomat ist, aber wir fangen gerade auf die Brücke, das ist schlecht. Ja, da haben Sie Pech gehabt. Wir fahren aber rüber zu dem 24-7, ich glaube, den weiß ich, wo der ist. Ja, hier, wir haben, da war ich heute selber Zigaretten holen, direkt bei dem, in der Nähe vom PD, so ein Diner oder sowas. Und da ist ein Zigarettenautomat drin. Ah, die der Straße 60er, runter. Der Diner 60er oder was? Weiß den Namen nicht mehr, war einfach südlich die Straße runter beim PD, da kommt so ein kleiner, uriger Diner. Verdammter Lachs, da muss ich auch noch mal hin. Ja, die Bedienung sieht ein bisschen verbraucht aus, aber die Zigaretten schmecken ganz normal. So. Seit wann sind Sie heute im Dienst? Seit einer halben Stunde circa. Ah, okay. Also ich wurde heute angenommen erst. Ja. Ah, Sie sind heute erst reingekommen. Ja. Ich verstehe. Ich hatte jetzt gerade nur kurz minimales Funktraining, Schusstraining und Fahrtraining und bin ich das erste Mal auf Streife hier. Da ist ein Zigarettenautomat. Aha, perfekt. So, da muss ich gleich mal los. So. Besser. Ja, ich brauchte nach dem Flug auch dringend welche. Hatte den netten Flughafenmitarbeiter gefragt, ob er mir eine geben kann. Und er hat mir stattdessen Gras zugesteckt. Guten Abend, Mr. Stadt. Das hat mir dann nicht sonderlich geholfen, aber naja, jetzt habe ich auch Zigaretten. Ich wollte gerade fragen, hat Ihnen das beim Bewerbungsgespräch geholfen? Ich habe es kurz angesprochen, aber es wurde dann nicht weiter beachtet. Ich denke mal, ich werde die einfach unauffällig noch in die Asservatenkammer schmeißen. Das ist nur ein kleines Päckchen. Rauchen im Auto, ist das hier okay, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Ihrem Rang ist das noch nie, ist noch nichts okay. Das Einzige, was okay ist, was Sie sagen können, ist, darf ich das machen? Und dann sagt irgendwer, nee. Würden Sie mir erlauben, im Auto zu rauchen? Ich würde auch Fenster runter machen? Nein. Okay. Ich kriege auch auf den Deckel. Ich bin doch hier nicht Lieutenant, Captain, Oberbefehlshaber. Weiß ich nicht, Sie wurden mir zugeteilt. Was sind Sie denn? Ich bin Recruit Officer. Recruit Officer, okay. Ja, ich habe den Lachs, den Sie machen, nur übersprungen, weil ich Vorerfahrung habe. Ja, habe ich auch. Und dann hat er mich gefragt, ob mir das der Rang wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, also ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn Sie mir einen höheren geben, aber prinzipiell ist es mir egal. Ich laufe jetzt auch nicht weg, wenn ich Kadett werde. Und dann hat er mir Kadett gegeben. Ja, ist aushaltbar. So, wichtige Sachen, genau. Wir können ja mal wichtige Tankcodes schon mal durchgegangen. So ein bisschen, was gängig ist. Das Wichtigste, so 1090, Verstärkung, 1099, mehr oder weniger Officer in Gefahr, also alles an Verstärkung. Ah. Ja gut, 10.6 ist nicht verfügbar, 10.7 ist ebenso nicht verfügbar, ist irgendwie. Ebenso nicht verfügbar, aber wie hat er das gerade erklärt, 10.6 ist, wenn man irgendeine aktive Aufgabe gerade macht, aber prinzipiell ja, 10.7 für eine 10.99 noch verfügbar wäre und 10.7, wenn man gar nicht da ist. Dann, was hatten wir, 10, war 10.11 die Person, also Verkehrskontrolle? Das ist gar nicht mehr genau. Muss ich mir nochmal alles angucken. Naja, Sie haben einen Computer hier am Rechner. Genau, im Fahrzeug, da können Sie gucken. Die Tencodes. Sehr gut, sehr gut. Ja, 10.41 in Dienst gehen, 10.42 außer Dienst gehen. Leitstelle kommen. 10.4 Bestätigung. Streife entfernt, kommen Sie. 10.19, Anfahrt auf... Haben Sie den Code auf von der Fahrstelle kommen? Soweit. Ja, haben wir, kommen. Ja, 10.13 war diese Risikokontrolle, was man mit 10.12 verbunden hat, 10.90 ist. Ja, ja. Das plus 1 kommt... Ja, das ist der ganze Lachs. 10.43 ist, glaube ich, die Verfolgungsjagd. Genau, genau.
den 91 Gefangenentransport, den 92 Waffenüberführung. Ja, das sind alles Sachen, die man benutzt, aber nie wirklich. Also. Ja, ich denke mal, so die Klassiker im Dienst sind wahrscheinlich 10-6, 10-8, 10, sagen wir irgendwie 41, 42 und. 43 ist tatsächlich sehr häufig. Verfolgungsjagd, okay. Ja. Gut, gibt Schlimmeres als ein bisschen Arbeit. Ne? PD 73, 1041. Denn hier noch hier direkt. Ach, hier! Die Süchtigen. Okay, was ist das? Das ist eine Spilo. Eine Spilo? Ja, da müssen wir doch direkt mal nach dem Rechten sehen. Ja, wunderbar. Aha. Die sind da drin in der Spielsucht, oder? Nö, ich guck nur nach dem Rechten. Okay. Mal gucken, wie viele Leute verloren haben heute schon. Aber so wie es aussieht, läuft es ja gut bei denen, ne? Es gibt auch Sportwetten. Moin. Herzlichen Glückwunsch. Ich hole Ihnen das Geld gerade. Das ist super. Wir wollten mal nach der Sucht fragen, wie es läuft. Welche Sucht? Nach der Spielsucht. Spiele macht nicht süchtig, das macht glücklich, Officer. Naja, das können Sie der Bank erzählen, aber doch nicht einem Officer. Doch, das ist unser Motto, sehen Sie. Spielen macht nicht süchtig, sondern glücklich. Vielen Dank. Mein Lecko mio. Warte mal eben. Kommt immer drauf an, wenn man gewinnt, macht sehr glücklich. Wenn man verliert, wahrscheinlich nicht so. Pablo, musst du nochmal bearbeiten. Ja, ja. Aber das letzte Spiel ist gerade in der Minute Verlängerung gegangen und danach sind alle Ergebnisse drin. Und dann wissen wir auch, wer das gewonnen hat. Ah, verstehe. Haben Sie einen Wettschein gemacht? Nee. Ich halte mich davon fern. Ich habe mein minderwertiges Gehalt muss noch weniger werden. Ah, ich verstehe. Naja. Aber wir würden nur mal gucken. Aber ansonsten läuft der Lachs. Der Herr Tucker hat gerade wieder eine Riesensumme gewonnen. Amigo, kontrollier bitte auch die Ausweise von der Officer. Die wollen ja die Wette. Die wollen nur kontrollieren. Nee, dass wir hier Ärger kriegen. Nee, also die ich habe hier meinen 16-jährigen Kollegen dabei. Sie haben nicht danach gefragt. Jetzt sind wir direkt in der Ermittlung drin, aber. Ja, ermitteln Sie mal. Bis jetzt hat hier keine Geschäft stattgefunden. Alles gut. So, wir machen uns wieder aus dem Staub, ne? Ja, viel Spaß und einen Ruck in dieses Office. Ja, wohlbekomm's. Ja, erfolgreichen Tag Ihnen. Tschüss. Naja, wobei erfolgreicher Tag für ihn heißt ja nicht erfolgreicher Tag für alle anderen. Vielleicht hätte ich es besser nicht gewünscht, aber naja. Ah ja, so ist das. Aber das ist auch eine lustige Kombi, irgendwie so ein, was ist das, Antiquitätenhandel oder An- und Verkauf und dann so ein Sportwettenladen in einem. Ja, da steht ja auch ein bisschen Musikzeug rum und so. So. Naja. Also siehst du dann auch noch frischer hier, wenn ich das richtig verstanden habe? Naja, eine Woche. Ah, okay. Bisschen so, was die Richtung. Aber schon einiges erlebt. Ein paar Pit-Manöver schon gemacht. Das ist lustig. Der Pike hat mich gerade darauf hingewiesen, dass die meisten Kollegen Pit-Manöver sehr großzügig auslegen und 180 km/h in die Seite immer noch als Pit-Manöver auslegen. Nee, so das meine ich mit Pit-Manöver nicht. Okay, Sie meinen schon das Richtige. Ich meine das richtige Pit-Manöver. Okay. Und bis jetzt gefällt Ihnen, oder? Naja, ich kann mich nicht beschweren, ne? Es ist entspannt. Das geht doch gut. Wo kommen Sie her? Detroit. Detroit, okay. Und da dann auch schon als Officer gearbeitet? Was ist denn hier vorne los? Oh. Kick nur mal, was die Kollegen machen, ob hier irgendwas nicht in der im Argen ist. Sag mal, was ist denn mit dem Bulli da hinten? Ich weiß es nicht, der steht auf jeden Fall ein bisschen im Weg, also. Aber für den kriegt man wahrscheinlich jetzt auch schlechten Abschlepper. Oh, was ist stolpert hier?
Ja, muss man aufpassen. Was ist das denn hier? Ja, Kacke, wa? Warum? Also warum Kacke? Naja, weil der hier vorne direkt auf der Straße steht, oder was? Achso, ja, okay, das ist Kacke. Nee, ich dachte, das wäre noch was anderes Kacke. Na, Kollege, kommt der weg, oder was? Die sind ja bescheuert hier. Was ist denn hier? Naja, irgendwie liefern die hier aus und tragen alles raus und so und parken so. Naja, der muss hier weg, was soll denn das? Ja, hab ich schon gesagt, alles. Ja, pack jetzt noch zwei Hotdogs rein und dann ist die ziemlich zügig, muss der hier Abfahrt machen. Naja, klar. Vor allen Dingen ist das ja nicht mal gut geparkt, um da auszuliefern. Ja, hab ich gerade gut geparkt wäre, wenn er da vorne stehen würde. Sag mal, ich raste aus, was soll denn das? Der eine meinte gerade auch zu uns, er könnte jetzt in die Verwahrstelle reinlaufen. Ich sag's mal, das ist mit dir nicht richtig, ne? Er dürfte nur gutes Zeug ausschenken, ja? Ja, irgendwie, die saufen die alle oder was, ich weiß es nicht. Ja, die Dame hat gut was im Angebot, alkoholisch. So, könnt ihr bitte die Karte auch schon gucken. Bleiben Sie mal, hier müssen ja keine bedrohliche Szenario vor. Nee, natürlich nicht. Ja, es sieht nicht so aus, als könnten die Kollegen sich so gut durchsetzen. Das ist. Ja, manchmal weiß man auch nicht, wie man zu tun hat. Rück dich mal. Ja, sieh sie. Das dauert mal 10 Minuten, also. Es kam kurz Kunde. Ihr seid doch überhaupt froh, dass wir euch angerufen haben und euch gesagt haben, dass die Scheiße hier offen ist. Meine Fresse, Alter. Die rasen hier immer mit 130 mindestens durch, das die Jugendlichen, also das ist auch so eine Sache. Hä? Da sind zwei riesige Baustellenabsperrungen, was labern die? Meine Güte, ey. Ich weiß es nicht. Verkehrsmessung. Wenn wir nicht gewesen wären, dann wäre euer Scheiß noch offen. Die Scheiße war zu, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Nee, die war offen. Den Scheiß nächstes Mal ab. Ja, mach doch. Meine Güte. Ja, ich weiß nicht. Scheißwürstchen hier, Alter. Jungs. Hey, Kollege. Ja? Bleib mal stehen. Warum handelt verhältst du dich so wie so ein Wichser heute? Was wie ist so denn Wichser? Das? Warum, so warum bist du so? Wie, warum bin ich so? Na, warum du so bist gerade? Hier ist es eine Baustellenabsperrung, hier steht ein LKW direkt in der Mitte. Das sieht man doch, wenn man Verstand hat, dass das scheiße steht. Ich habe keinen Verstand, Sir. Naja, du bist du eine Zitrone oder was? Was soll genau. denn das? Ich bin eine Zitrone, genau. Ja, dann fahr die Karre doch mal anständig beiseite. Die steht jetzt doch schon wieder problematisch. Mann, ich hab hier Würstchen auszupacken. Ja, dann bist du ein Würstchen, dann kriegst du das doch rechts reingedreht und dann ist das doch gut. Ey, das ist ein LKW. Ich hab keinen LKW-Führerschein. Ja, dann kannst du den Ding nicht führen. Dann müssen wir hier gleich eine Maßnahme durchführen. Dann ist dein Tag versaut. Ach, so ein Ding jetzt? Naja, was soll denn das? Du sagst mir, du hast keinen LKW-Führerschein und fährst hier so ein Ding rum. Das ist doch eine unnötige Sache. Tja, ich betreibe diesen scheiß Laden hier und ich muss Bratwürste grillen, ja? Ja, das ist doch super. Und ich bin froh, dass ich jetzt die Würstchen hier habe. Und ich habe euch gerade eben angerufen und euch informiert, dass euer Zaun da hinten offen ist, weil euer Verwahrstelle. Das ist erstmal ein Dankeschön an uns und dann kommt ihr mir so hier. Ey, pass mal auf, ja. Nur weil du da vorne einen Anruf gemacht hast, heißt doch nicht, dass sämtlicher Menschenverstand nicht mehr vorausgesetzt wird. Du hättest jetzt sicher auch nackt auf den Boden legen können und sagen können, ich bin ein Aal, oder was? Weil du diese einen Anruf gemacht hast, oder was? Dann gilt der Rest nicht mehr, oder was? Nein, so war das. Na, das kann ja nicht sein, das ist doch kein Zustand. Da muss man auch mal verstehen, ey, da kommt hier kommt einer vorbei, du hast da vorne eine Enge, du hast da hinten eine Enge und dann steht da ein LKW in der Mitte. Und der steht nicht mal so, dass der gut abladen könnte, sondern er steht irgendwie schräg. Weißt du? Ja. Das ist doch Kacke. So, jetzt lad den Lachs da runter oder die Wurst, gib mir ein Paket mit und ich helfe noch. Das ist sehr freundlich. Also Kollege, wir nehmen jetzt hier ein paar Pakete mit, dann kann er hier mal schneller weg. Meine Fresse, ich raste aus. Da muss doch hier so ein Terz gemacht werden. Bloß nicht ausrasten. Nee, pass mal auf, wenn ich hier Kontenance verliere. So. Müssen Sie doch nicht. Hallöchen. Moin Moin. Hallo. So, wir nehmen jetzt hier ein paar Kartons mit runter. Kollegen, passt mal an, dann ist der schneller weg. PD90, ja, bitte komme. Mein Gott. Das muss doch auch nicht sein hier. Na, legen wir mal ein bisschen zu hier und dann ist er gleich weg. So, nach hinten wahrscheinlich, wa? Streife 3, bitte melden, so, hören Sie sich. Ja. Mach mal so. Dankeschön, der Herr. Vielen Dank. So, wie viel ist denn da noch drinne? Noch zwei Kartons. Da sind noch zwei Kartons drin, schnappt euch das mal. Ja, die Klemm! Sagt ihr, wie das ist für seine Fresse, die der gerade am Leib hatte, ne?
Bleib doch mal also, ruhig. Nee, also ich muss doch mal direkt an. So, dann schnapp dir das nur ins Hut. Entschuldigung, Schleife 3, hört, wir waren gerade hier. Moin, moin. Keinen Burger ja, gestellt. PD90, Gatzke, wer ist denn da? Hier ist Wolf. Herr Wolf, was machen Sie denn? Seid ihr im Funk? Ich bin, was bin ich? Ob Sie nicht im Funk sind? Doch, natürlich bin ich im Funk, aber ich bin gerade in einer Maßnahme. Die Leitstelle hat sie gerade. Da sagst du doch wenigstens was. Sie sind doch zu zweit oder nicht? Naja, ich weiß nicht, ich habe da nichts gehört. Der hat ja rumgeschrien, so eine Pfeife, der irgendwie Würstchenverkäufer ist. Ich stehe an der Seite und versuche die Maßnahme zu destabilisieren und zu entspannen. Und jetzt rufen sie mich an und sagen, hier ist irgendwas im Lachs. Was macht denn der Kadett? Na, der Kadett steht vor mir und trägt einen Hut. Ja, und guckt blöd aus der Wäsche, oder was? Nee, der hat einen Karton getragen, wir haben das jetzt hier aufgelöst. Der fährt jetzt hier mit seinem LKW weg und wir haben die Meeresenge wieder frei gemacht. Na, wenn der nicht spurt, geben sie ein paar Thrombosespritze oder sowas. Naja, ne? Ich habe hier gerade den Eurotunnel durchgepustet. Da muss jetzt hier erstmal ein bisschen was passieren gerade. Ich verstehe. Können Sie danach mal ins PD kommen, ins HQ, zu einer Neuanteilung? Naja, klar, kein Problem, wir sind gut, leider. Bis gleich. Na gut. So, wir fahren zum PD für Neuanteilung. Ja, ich hab's auch ein bisschen spät gehört. Alles gut. Ich bin ja dafür da, dass das läuft. So, ich bin gleich da. Streife 1, für Leitstelle kommen. Streife 1, wird? Streife 1, einmal 10-19 HQ, kommen. Lecco mio, so hat Streife das doch funktioniert. Zack, beiseite, zack, alles fertig. Dass es immer zack, zack gehen muss bei euch. Ich muss auch zack, zack das Würstchen hier braten. Naja, darum habe ich ja einen Karton mit rausgenommen. Das war auch sehr freundlich von dir. Siehst du, so läuft das doch. In so harmonischer Symbiose. Komm, ich mache in eine Bratwurst fertig, der Herr. Ja, da machst du zwei, mein Kollege hat aber auch noch einen Hunger. Na klar, immerhin. Ja. Na klar, mit Curry, Soße, Rot, ja? Ja, mach volles Programm. Mach Schranke direkt, alles. Ach klar, okay, dann was mach drauf ich soll, ist ja. Okay, dann hol ich die Schranke noch. Dürfte sie auch einen Bus sein? Gerne. Weil der Kollege brutzelt schon durch die Gegend, wa? Achso, du machst das schon. Ja. Genau. Der Nacker hat auch einen Bus. Okay, da muss ich noch einen drauflegen. Ich hab ihn hier, genau. Okay. Ja, zack, zack ging das. Fläche, der kannst du. Oh, Sam. Strafe 1, 10, 20. Sam, müssen wir auch wieder nachfüllen. Ich auch bei fast alle hier. Gab die Sonne auch. Schon wieder, ja? Ja, ja. Oh, Mann. Ganz schlimm. Die kaufen das immer gleich in der Packung, in den Karton. Ja. Das ist doch super, wenn das alles weggeht, wa? Na klar. Ja, sie. Oh, rote Soße noch, genau. Ich hab schon wieder Rieche. So, ich leg das hier oben auf den Tresen, können Sie sich dann wegnehmen, ja? Jawohl. Die andere schiebe ich noch hinterher, glaube ich. Das sind genau 60 cm Bratwurst. Können Sie abmessen. Und auch so ein langes Brötchen noch dazu, oder? Nur die knicken wir in der Mitte durch, wie Sie sehen. 2x30, gell? Genau. So, die andere Wurst ist auch fertig. Können wir die auch oben hin? Kann er sich dann gleich holen, der Herr? Wunderbar. So, was kriegst du? Ach, das ist Wiedergutmachung, Sir. Lassen Sie es stecken, ja? Ach, hier. Was ist es? Weil einfach jetzt hier. Na komm, sag an. Vergessen wir es einfach. $20 ist es. Ah, dann machen wir hier einen 20 und dann so gut. Dankeschön, der Herr. Er muss ja auch über etwas verdienen, aber. Na klar, lass es den monden. Wir gern sonst gerne wieder. Wiedersehen. Wiedersehen.
So, ich musste mir noch eine Wurst aus dem Automaten ziehen. Wir müssen los. Wissen Sie, was? Was ist? Oh Gott, ich rutsche die ganze Zeit über diesen Bordstein. Ich raste aus. Ja, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Ha? Eine kurze, entspannende Frage. Was denn? Können Sie mir sagen, was im kleinen Waffenschein drin ist? Wie, was da drin ist? Ein Zettel? Oh, was der beinhaltet. Welche Waffen dadurch legal mitgeführt werden dürfen? Ja, die kleinen wahrscheinlich, wa? Pistolen, alles, was Sie in der Ammunition bekommen können. Die ganzen hier kleinen Schwerter von den Leuten, die denken, die dann stärkere sind, weißt du? Ich sehe. Okay, so alles, was die Ammunition verkauft, ist dann legal mitführbar. Sollte mit Abführer ja sein, genau. Gut, sehr gut. Na, dann das, vielen Dank. Gerne, gerne. Dann schönen Abend. Und hey, wenn ich noch einmal über diesen Bordstein rutsche, ne? Haben Sie sich direkt einen Jahresvorrat gesichert, oder? Nee, der musste die Wurzeln drauflegen. Ah, okay. Wollte ich jetzt auch mal aufwarten. Ja, yes, alles in Ordnung. So, wir sind 1019 HQ. Geben Sie mal durch. Streife 3. Streife 3, 1019 HQ. Genau. Ja, neue Einteilung. Müssen wir mal gucken, was Sie jetzt hier wollen. Zack. Ja, jetzt sind wir 1020 Akku, ne? Ja, das brauchen wir jetzt nicht funken. Okay. 1020 ist nur, wenn die Leitstelle nach Aufenthalt fragt. Okay. So, was ist denn jetzt hier Einteilungsmeinteilung? Ja, der Herr Gatzke will gleich einen neuen Teil vornehmen. Der ist LP. Ein Teil ist jetzt aber noch im Gespräch. Jetzt stehen wir alle hier. Oh, gut. Ja. Ja. Gut, ja. Schwierig. Ja. Kann ich die Wurst essen, die ich gerade bekommen habe? Oh, guten Hunger, wa? Naja. Ja. Gib rein. Walt, sind Sie das? Ja, sorry. Ich raste schon wieder aus, Walt. Dann sag doch einfach mal was. Sitzt da mit deinem Hut und mit deiner Brille, ich erkenne dich nicht. Was? Wieso das denn nicht? Naja, so, mach ein Markenzeichen von mir, hör mal. Naja. Junge. Ah. Ja, also an die Leute, die ich hier noch nicht kennengelernt habe, ich bin Mike Freeman, ich bin seit heute neu. Schön, euch kennenzulernen, schön hier zu sein. Ja, Freeman, oder wie ich ihn nenne, den Wurstman. Wurstman? Ja, wir hatten gerade einen Wurstfall. Willkommen bei den K.O.N. Ja, danke. Für euch beide auch nochmal, ich hab's gerade gesagt, ne? Der Commander hat heute gesagt, verstärkte 10-12. Und verstärkte Bestreifungsgebiete sind ja hinterlegt auf dem schwarzen Board, Bricksfoot und Black and White, ne? Naja, klar. Die immer noch schon von der Fahne. Scheiße, wo sitzt denn Bricksfoot? Wie bitte? Wo ist denn Bricksfoot? Er meint Black and White und Bricks. Ja, ach, Bricksfoot, das sind drüben im Broker, die ganz hier im Westen. Ja, die Ganggebiete, ja. Ja. Und wo sitzen die Bricks rum? Im Norden? In der Nähe von Bürgershot. Ah. Das ist so ein Block, da ist warte so eine Waschstraße auch. Ja. In der Nähe von Bürgershot, welchen Bürgershot? Der direkt am Highway. Sag mir doch mal einen Stadtteil. Beachwood City. Okay, das ist auch Dukes fast. Ja genau, so ne? Grenze wahrscheinlich. Was sieht noch aus? Jetzt, Okay. Ja, ein bisschen Platz, so. Wir sitzen da in so einem Verteilerkreis, die kann man kaum übersehen. Also, soll ich euch nochmal erzählen, was gestern passiert ist? Was ist denn jetzt noch passiert? Wir haben eine ganz dringende Fahndung. Nach? Wir suchen den Entführer der Nase von Miss Davis. Oh Gott. Haben wir eine Spaßermittlung noch, oder was? Nein, also der hat angerufen, meinte, er hat die Nase von Miss Davis, weil die halt Auto einkassiert haben wegen Betrunkenfahren. Ja, das war der Herr Kroll. Ich fand das genial, muss ich echt sagen, ne? Ich hab die Nase von Miss Davis? Ja, sie hat angerufen, sie hat von einem Officer von euch, eine junge Dame, schwarzhaarig. Hm. Er möchte sein Auto wieder haben, weil sonst kommt die Nase nicht lebend zurück. Ja, was machen Sie jetzt, Miss Davis? Was ist denn da jetzt? Ja, klar. Ich hab gestern im Spiegel geguckt, da war es noch da. Es war halt der Herr, war sehr stark alkoholisiert, deswegen haben wir das Auto weggenommen. Der war voll wie eine Haubitze, oder was? Meistens nicht anders anzutreffen, ne? Das ist.
Ja, der Kronald. Naja. Er hat sich halt einen reingeorgelt wie Nachtarminger, ich sag's euch. Naja. Dann schmeckt. Ja. Ich bringe sein Fahrzeug vor 12 Uhr nicht wieder. Wenn er heute auftaucht. Scheiße, Mann. Wild, wir müssen eigentlich noch diesen Sultan irgendwie noch überprüfen, wa? Welchen Sultan? Der 5. Naja, der... Ach du Scheiße, da stehen... Auf dem Abschleppgelände stehen noch irgendwie 500 Sultans rum jetzt, oder was? Auf der Waffenstelle? Nee, das nicht. Naja. Ach du nee, Scheiße. Der von der Verfolgungsjagd. Ach du Scheiße. Haben wir dafür einen Durchsuchungsbeschluss? Nee, aber der steht da jetzt einfach. Ich denke, es ist nicht so wild, dass der aus dem Verkehr gezogen ist, wa? Ja, ich fahr nochmal ein bisschen raus. Pappe umsonst, oder was? Oh, die sind... Mein ich Gott. Hab keine Ahnung. Nee, das Ding ist, wir wurden gerade alle reinberufen, weil ich dachte, ja. Ach so. Ja gut, Gatz zieht sich gerade um, der hat sich seine Beförderung abgeholt. Alles klar. Oh. Ja. Ich habe schon mitgeteilt, verstärkte 10-12 durchführen, verstärkte Beschleifungsgebiete. Heute bitte ganz besonders darauf achten, wir haben 2 Seiten Fahndungsliste, wir haben einige, die sind zum Haftantritt nicht angetreten. Aha. Das heißt, die Leute, die wir dort draußen catchen, bei denen Haftantritt überfällig ist, die kommen sofort ins Kittchen. Da gibt es keine Ausnahme. Ne, am 19., ich habe gerade in die Liste geguckt, kommen über 10 Leute in den Knast. Das heißt, wir erwarten, dass da auch einige Leute sich nicht für den Haftantritt melden werden, so wie wir das üblicherweise kennen. Der 19. wird voll, das Prison wird voll und wir möchten das auch voll machen. Das heißt, wenn wir merken, die Leute kommen nicht, das heißt, unser Job ist es, die Leute dann noch einzufangen. Also heute ist sehr verstärkt, 10, 12 Fahrzeuge anhalten, Kontrollen durchführen. Personenkontrollen. Fahndungsliste checken, jawohl. Und also die Leute direkt quasi, in. Ja, wie immer, sagen sie, ich. Naja. Also seit Tagen beobachte ich da maximal 2, 10, 12 in einer Schicht. Das ist nicht richtig, wir haben gestern schon 6 Stück alleine gemacht. Ja, ja sehr gut. Ja. Dann funken sie es auch durch. Ne? Gehen haben sie immer durch mit Standort. Wenn sie merken, das ist eine Risikokontrolle, weil sie gerade in der Hut irgendwo in der Nähe sind und oder der angemeldete Wagen ist zugelassen auf einen Mörder. Alles schon erlebt. Ja. Dann rufen sie natürlich sofort Verstärkung. Ja. Wunderbar. Gut, dann lassen Sie sich von Gatzke schnell neu einteilen und dann legen Sie los. Ne? So, Kines. Erstmal Glückwunsch zur Beförderung. Ich danke Ihnen vielmals. Wer mich noch nicht kennt, PD90 Gatzke. Ich bin ja Ausbilder. Ne? Unter anderem Herr Connor. Ja. Mit wem waren Sie gerade auf Streif? Mit den Demel, ja. Mit wem? Demel? Demel, genau. Ah, so, Kines. Also wir machen Folgendes, ne? Ihr habt den Commander gehört. Ich würde jetzt gerne mehr ein paar Leute schnappen, weil wir ziemlich viele Kadette gerade haben und Rekrute. Ich möchte gerne ein paar Straßenkontrollen ausführen. Ich würde gerne Straße sperren. Müssen wir mal gucken, wo wir es machen. Vielleicht hat da jemand eine Vorschläge. Was Schwarz machen wir? Island. Was? Schwarz Herr Connor, gucken Sie mal auf Ihr Hemdchen. Ja. Was haben Sie denn für einen Rang? Sie wollten gerade wissen, wo man das. Dass ich das, Sie das wisse, ist mir schon klar, Herr Connor. Ach so. Mein Gott, ja. Ich frag die Kadette. Ja, ich würde mich dem Herr Connor anschließen. Also 1A, Sie haben alter Zuhörer. Kann man auch die Brücke nehmen von Dukes nach Bochum rüber. Sehr gute Arbeit, genau, auch ein Brennpunkt, richtig. Da fahren die Verbrecher gerne vorbei, das stimmt. So. Was? Naja, die Brücke zwischen Albuquerque und Broker ist auch sehr gern befahren. Okay. Ich würde es tatsächlich bei Charge Island machen heute mal. Ne? Ich würde gern 2, 3 Streife nehmen. Eine Bereitschaftsstreif, die zur Not losfahren kann, wenn was ist. Und dann machen wir da aktiv Kontrolle. Wir gucken mal, wie der Verkehr heute dort ist. Ne? Wenn natürlich nichts los ist, dann machen wir was anderes. Wir hatten da Lust, sich anzuschließen. Die 73 Polen wird sich anschließen. Sehr gut. Machen wir gleichzeitig mehrere zu, damit die da nicht außen rumfahren? Ja, richtig, so machen wir es. Deswegen brauche ich auch 2, 3 Streife dort. Ja, okay. Dann die 03 ist auch noch dabei, ne? Sehr gut. Tatsächlich nur draußen bleiben dann, ne? Weil ja, alle da ist natürlich auch schwierig. Ja, ich würde gerne, machen wir doch mal eine Großoffensive, oder? Wir haben gerade ein bisschen Ruhe, dann machen wir eine Großoffensive, fahren alle hier. Wir machen aber 1, 2 Streife, die dort auf jeden Fall auf Bereitschaft sind und sofort losfahren können, wenn was ist, ne? Herr Connor, Sie nehmen Ihren bisherigen Streifekollege mit. Okay. Inklusive der Frau Davis. Okay. Herr Wolf, mit wem waren Sie unterwegs? Freeman. Dann nehmen Sie den Herrn Freeman wieder mit. Dann haben wir aber. Dann nehmen Sie hier noch. Wir haben ja noch hier. Wir haben noch einen Kadette hier. Der Recruit Officer. Wir machen es. Ich nehme noch hier den. Wer war mit mir jetzt eingeteilt? Die ganzen neuen Gesichter. Ich kenne sie nicht mehr.
Na hier, Wild. Stellen Sie sich nochmal vor, Wild. 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 Und der andere war? Bowen, 73. Bowen, Sie fahren mit mir. Wie ist Ihr Name, Kollege? Ich bin der Freeman. Das war der Freeman, der mit Herrn Wolf. Jo. Genau. Ja, dann machen wir es so, dass Herr. Ach, Entschuldigung, ich habe Ihren Namen schon wieder vergessen. Wild. Nenn ich Sie, ich gucke der andere Kollege an. Bowen. Bowen. Sehr gut, aber Herr Bowen, Sie fahren mit dem Herrn. Ja. 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 Ich glaube, das müsste Pepperton sein. Pepperton. Mit Herrn Pepperton fahren Sie mit. Jawohl. So, machen wir's. Dann auf geht's zu Judge Island. Los, los, aber los. Ja. So. Ich nehme den her. Scheiße, habe ich den Laden zugemacht? Nee, doch. Gut. So. Scheiße, ich wollte noch einen rauchen, ne? Hast du ja Stress. Sollen wir mal Auto rauchen? Nein, das ist ein Nein. Oh, wenn sie der Commander am Auto rauchen sieht, ne, dann zieht er ihnen aber wirklich die Schuhe über den Schädel. Dann wirft er das auf sie, wie bei diesem Bush-Interview, wo dieser Schuh nach vorne geflogen ist. Ihr Lachs nacken. Okay, ich hab verstanden. Aber nach dem Essen, die ist schon gut, ne? Ist jetzt ärgerlich nach der Wurst. Wollen Sie mich provozieren, oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Na gut, dann hauen wir los. Ich dachte, jetzt kommt noch was, aber... Wenn nicht. Okay, davon heißt, Sie wollen die Dings zumachen hier vorne. Also, ich sag Ihnen, wie es ist. Ich kenne die Brücken noch nicht mit Namen, also. Naja, Charge Island ist der Kram, der hier unter uns ist. Ah, okay. Müssen wir halt mal gucken, wie wir uns da richtig aufstellen. Am besten so, dass sie nicht. Leitstelle für. PD90, Leitstelle kommen. PD90 Herz. Ich habe Sie mit Wild und Davis auf Streife 1 gesetzt bekommen. Ich würde es hier so ein bisschen machen. So, mal gucken. PD 37 für Leitstelle kommen. Wie stelle ich mich am besten hin? Nee, ich stelle mich dazwischen, glaube ich. Wir machen eins zu und bei einem stehen wir. Und dann fahren wir so, wenn wir so fahren, können wir dann direkt los. PD 04 für Leitstelle kommen. Hört Sie kommen. Sie sind mit Freeman unterwegs, kommen. So 10-4, positiv. Habt ihr auf Strafe 3 gesetzt, kommen. Ja, so verstanden, komm. So, gut. Gut. PD 37 für Leitstelle kommen. Klingt doch jetzt erstmal nach einem spaßigen Tag. Naja, mal sehen, wa? Ich glaube, das sind noch Kollegen, ne? Hört Sie kommen? PD 37 sind mit Damon unterwegs, kommen. So, dann einmal den Personalausweis, Fahrzeug. Ach so, nee, doch nicht. Na, Personalausweis wird schwierig. So sind hier, Sie bilden Scherz 2, kommen. So ist denn der Herr Connor? Ach, der bringt doch den Commander zum Wettbüro. Wir haben jetzt hier eine Spur zugemacht und einfach bleiben jetzt hier einfach stehen und gucken, was passiert. Wo sind denn die Absperrungen? Haben Sie Absperrungen mitgenommen? Nee, vielleicht ist was im Auto. Schauen Sie mal bitte nach, Kollege. Oh, da kommt doch schon der Erste. So, gucken Sie mal hinten rein, ob Sie Absperrungen finden. Dann können wir die da vorne hinsetzen, dann können wir die andere Seite so ein bisschen blockieren, so mit einem oder so. Haben wir was drinne? Ja, zwei Stück. Na, dann nehmen Sie die mal raus. Fahren Sie zu, bis zum Officer vor. Fahren Sie bis zum Officer vor. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? So, Freeman, kommen Sie mal her. Sind Sie nur auf der Durchreise? Was haben Sie denn vor? Ich würde sagen, ballern Sie mal hier vorne in gleichbleibenden Abstand zwei Absperrungen hin. Gucken Sie mal, wie sich das verhält. Vielleicht müssen Sie die neu aufsetzen, wissen Sie?
Ja, einmal so. Und dann einmal daneben noch so ein bisschen symmetrisch, wa? Perfekt. Müssen wir nachher wieder mitnehmen. So. Der hilft es. Professor Gatzke? Du hast ganz viel zu tun. Ich würde das eine Fahrzeug hier so ein bisschen auf einer Spur hinstellen, dass die hier zumindest nicht vorbeiheizen können und langsamer werden müssen. Ja? Sehr vorbildlich, gute Idee, machen Sie das. Naja, klar, machen wir das so. Hier vorne ist eh zu. Eigentlich müsste es noch das Kennzeichen prüfen, ne? Ja, ja. Ja, den geben sie dann wieder, den geben sie dann wieder, wenn sie es. Ja, natürlich, damit das da wieder einfach los. Gut, gut, gut. So, jetzt haben wir auf der einen Seite eine kleine Blockade mit den Absperrungen, wir haben ein Fahrzeug hinten noch stehen und wir haben hier so eine kleine Verengung, wo die auf jeden Fall langsamer werden müssen. Ja, das sieht so ein bisschen sehr professionell aus, auf jeden Fall. Die Kollegen haben das anders gelöst, die haben das gemacht, die haben einfach zugemacht und die fahren das dann wahrscheinlich beiseite, wa? Ja. Ja, genau. Naja, genau. Das ist der Plan. Perfekt. Ansonsten bei so einer Kontrolle standardtechnisch wird einfach Ausweis, Führerschein kontrolliert und dann, wenn es irgendwelche Treffer gibt, eventuell dann Fahrzeugkontrolle oder wie? Nee, also grundsätzlich, also nee, nicht einfach so, sondern es hat einen Ablauf, Personenkontrolle, ja, Führerscheinkontrolle, Fahrzeugkontrolle. Okay. Wenn es bei irgendetwas einen Treffer gibt, können wir ein bisschen nachhaken, aber die drei Sachen immer. Okay. Also vielleicht fährt er ja ein Fahrzeug von irgendjemandem, den er gesucht wird oder so, dann kann man mal hinterhergreifen. Okay, aber Fahrzeugkontrolle greift dann nicht in das. Genau, wir greifen nicht, wir gucken nicht einfach in den Kofferraum rein, sondern ja. Es geht nur darum, dass die Lizenz überprüft wird. Okay, gut. Ja. Ich denke mal, das passt so. Außer Sie wollen sich korrigieren, Officer Geiske. Also, was denn? Personenkontrolle, Führerscheinkontrolle und Abfragehalter. Richtig. Immer. Okay. In die Fahrzeuge gucke mal erst drin, wenn wirklich hier der Verdacht besteht. Ne? Genau, dann halt es nochmal Rücksprache mit einem Vorgesetzten. Und dann tun wir das dementsprechend abchecken, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Ne? Okay. Aber generell, wie der Kollege das sagt, Fahrzeugpapiere, Führerschein überprüfe, ne? Ausweis. Ja. Und dann, wie er auch sagt, halte Abfrage und dann gucke mal einfach. Ne? Und dann entscheide mal weiter. Okay, klar. Ich habe einen Vorschlag. Oh. Auto setzen für die Halteabfragen. Dass wir lieber Funk machen können. Dann können wir gleichzeitig auch funken mit den neuen Leuten. Ja, dann holen sie noch ein paar Donuts und ein bisschen Coca-Cola und dann kann er sich ins Auto setzen, wenn er das möchte. So. Ah, ganz gut. Nee, also Ihre Idee ist gut, aber ich denke, wir teilen uns hier einfach auf und jeder macht das für sich, weil das ist im Prinzip, wenn sie die ganze Zeit im Auto sitzen. Nee. Merkst du, so lernt man doch nichts, ne? Wenn hier einer nur die ganze Zeit im Auto sitzt und halt Abfrage macht, dann lernt er doch nichts. Schrei doch nicht so, mir platzt gleich die Ohren. So, den können sie ein bisschen härter rannehmen. Viel Spaß, Kollege. Fühlt sich ja schon wieder so ein bisschen wie Strafarbeit an. Ach, das geht schon. Ja, ja. Hey, er will ja auch noch gucken. Halt euch auf. Ob was kann. Wenn Fragen sind, kommen sie zu mir. Immer Bürger. Janu.
Wir haben hier ein verdächtiges Fahrzeug, das auf dem Highway wendet, Richtung Bowen unterwegs. Los. Das ist geradezu Richtung Bowen. Streife 2 ist hinterher. So. Ja. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Naja, klar. Schon was dabei gehabt, wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Also viele, wie wir gerade hier sind, sollen wir da nicht direkt mit 2 Streifen bei sowas lieber hinterher? Ja, ich würde sagen, das macht keinen Sinn, ne? Also eine Streife gibt es, die kann ja Verstärkung anfordern, wenn es jetzt wirklich nichts ist, ne? Ja, okay. Aber wenn, nehmen Sie an, ne? Wir haben ja nur 2 Bereitschaftsstreifen, jetzt überlesen, das Gleiche passiert jetzt nochmal auf der anderen Seite, dann war es das schon wieder. Dann wird es ja eng, stimmt. Dann haben wir ein Problemchen, ne? Die wäre die Hanne Bammel schon irgendwie Grieche da drüber. Ja, Streife 2 Kontakt verloren. Ich hab doch gesagt, es wird alles wird nichts schief gehen. Hey, wunderbar. Ja, es wird alles. Ist alles aber die so Kollegen für Sie, Freeman, wenn das auf unserer Seite passiert, dann hechten wir in den Wagen, ne? Ja. Richtig. Weil unser Auto steht hier direkt vorne und dann hechten wir rein. Darum sind die auch so positioniert, dass sie direkt losfahren können. Streife 2 bricht die 1043 ab und fährt wieder 1019 Church Island. Das war Streife 2 oder was war nicht? Streife 1, ne? Ne, Streife 2 war das, glaube ich. Ja, also Streife 2 für Bedienung 90 bitte, komm. Streife 2 halt. Checken Sie nochmal bitte die Gegend und dann kommen Sie zurück. Streife so, 10-4. Ja, komm so ruhig näher. Dann legen Sie mal los, Freeman. Ausweis, Fahrzeugpapiere für mich. Sprechen Sie ruhig ein bisschen lauter. Jason Reynolds, okay. Sie zu sehen. Ich habe die Person schon abgefragt. Ist nichts da. Ja, ist ein Kollege. Was haben Sie denn vor? Gehen Sie mal schön ins Diplocation oder was? Der Herr Reynolds. Mal schöne busy Updance und so. Was haben Sie denn vor? Erzählen Sie mal. Familiebesuch, Freundin, eh schon was? 1019 Church Island. Sie holen sich ein paar Rubellose. Bringen Sie uns ein paar mit. Wir uns hier ein bisschen langweilig. Ach, stimmt, da war ja ein Problemchen. Ja. Es tut mir leid. Ja, das stimmt. Ey, dann wollen wir uns nicht weiter aufhalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Machen Sie keinen Scheiß, bleiben Sie sauber, ne? Und immer geradeaus, ne? Schönen Tag noch. Das Dienstfahrzeug ist offen, sodass wir direkt reinspringen können. Sie müssen hier durch die Ecke springen, damit wir vorbeikommen. Ja, okay, klar. Ich denke mal, ja, klappt noch so gerade. Tja, wir bräuchten eigentlich noch eine drüben in Bowen. Das Problem ist, das kann man Kollege, so einfach umfahren. Wir hatten hier drüben die Absperrungen hingestellt. So. Kommen Sie mal mit, alle. So, wer findet den Fehler? Hä? Was meinen Sie? Ah ja. Wie machen wir das jetzt hier? Also da passt ja noch ein Motorrad durch, ne? Ja. Na, ich glaube, das liegt daran, dass die Streife da vorher stand. Die kommt gerade zurück. Naja, aber das Problem ist ja, wir haben hier gesperrt und hier auch gesperrt. Wie sollen die Leute hier durchfahren können? Ja, wir... Na, wir provozieren die. Achso. Ja, auch eine Maßnahme. Aber wissen Sie, ich bin eher so für Büchernähe. Sehr gut, Kollege, ich setze mich für Ihre Beförderung ein. Auf geht's, setz das Fahrzeug zurück.
immer provozieren. So. Ja, soll ich mir vielleicht auch noch machen, so einen kleinen Notizzettel mit den Tipps von der Chefetage? Naja, klar. Ich komme zwar echt noch drüber. Ja. Wie war dein Name oder ihr Name? Wie auch immer. Das ist Wild. Wild, genau. Okay. Sie kann mich aber auch ruhig duzen, alles gut. Okay, ja, ich, meistens ist ja irgendwie die Kombi aus Nachname und dann duzen und. Naja, ja, genau. Ich wird mit den Namen wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber Wild kann man sich ja hoffentlich ganz gut merken. Ja. Der wilde Harry eben. Okay, okay. Ich versuche es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Alles gut. Hey, ich habe ja auch noch Probleme mit so ein, zwei Namen vielleicht. Ja, es ist irgendwie so, keine Ahnung, ich habe jetzt vor 2 Stunden angefangen und dann hat man irgendwie die 30 Tentcodes und die ganzen Namen und ja, alles, das ist erstmal für die ersten 2 Tage viel. Ja. Ach, das wird schon. Ja, klar. Der hat schon wieder Bock. Sich zufällig die Nummer von dem Wurstmann da gemerkt? Vielleicht könnte er sich ja hier aufbauen. Nee, 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 nee. Nummer vom Wurstmann? Ja, wir waren vorher bei so einem Wursteinsatz. Ah, okay. Wursteinsatz. Ich glaube, ja, vom Sixty Diner haben die da so eine Wurst, so eine Wurstlieferung bekommen, die hat die ganze Straße verstopft. Da mussten wir erstmal den Eurotunnel freipusten, weißt du so. Ach so, ja, ja, okay, jetzt kommt Wurst auch in einem ganz anderen Kontext zustande. Ja, naja, ja, alles klar. Gut. Naja. Ja, dann soll er mich wegen Görgisch hierher kommen. Da ist recht ruhig, oder? Ja, die Fahrstelle kommen. Haben wir noch eine Streife frei, die irgendwie rüber zu der Bowlenbrücke kann? 69 hört. Ja, ja, das Problem ist aber. Und zum Aufgebaut. Ja, hier kommt man da nicht hinterher. Erscheinen, ja. Den 4. Jetzt kommen jetzt gleich noch 2 Kollegen, dann gucken wir mal, wie wir es machen. Dann teilen wir, das ist eine gute Idee, dann teilen wir noch jemanden drüber bei der Bohrenbrücke ein. Aber ich sag's Ihnen auch, wie es ist, ne? Wenn ihr hier jetzt. Die nächste Zeit nichts passiert, dann brechen wir das auch ab, weil das ist hier rumstehen, macht auch keinen Sinn. Naja. Nein. Ah, spricht sich ja wahrscheinlich schnell rum, ne? Na, der kleine Lurch, der da weggedüst ist mit seinem komischen Seat, der hat auf jeden Fall schon Bescheid gesagt. Ja, das bestimmt. Ja. Schade, dass wir den nicht gekriegt haben. Ja, wenn der in eine eigene Richtung gedüst wäre, dann wäre er vorbei gewesen. Den hätten sie gekriegt, sagen sie, ja? Ja, ich entspannten Pitmanöver angesetzt. Sehr vorbildlich. Ein entspanntes Pitmanöver. Wie sieht denn bei Ihnen ein entspanntes Pitmanöver so aus? Na, ruhig aus meinem Handgelenk. Ja, hier auf der Brücke wahrscheinlich nass enden für die Verfolgten. Ruhig aus dem Handgelenk nass endend. Das ist ja alles jetzt hier Spekulation. Oh, okay. Mein ich verstehe. Mein Pitmanöver, mein Pitmanöver Score ist auf jeden Fall 2 von 2. Bei einem kann ich das tatsächlich bestätigen. Also das war sehr gut. Blendend. Blendend. Ach, sie hatte schon so eine Aktion, ja? Ja, 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 klar. Wir hatten, wann hatten wir die? Am Freitag, ja? Gestern, vorgestern. Haben wir, haben wir so einen Sultan aus dem Leben gepittet. Ja. Wirklich zurück in die Gebärmutter seiner Eltern, ey. Herr Wulff. Ja, ich sag's so. Achte so auf ihre Aussprache. Nee, ist ein Sultanfahrer, der kann mich mal. Achso, okay. Wunderschönen guten Abend.
Moin. Hi, gute Wie. Moin. So, was mit den Sultanfahrer? Sollen alle verrecken. Ach, da kommt Kundschaft. Herr Müller, zeig ich Sie mal, was Sie können. Ja, das will ich noch was beibringen. Dann machen Sie mal eine Fahrzeugkontrolle. Wunderschönen guten Abend, wie geht's Ihnen? Guten Abend. Zur allgemeine Personen- und Fahrzeugkontrolle. Hätten Sie noch. Was brauchen Sie von mir? Einmal Ausweis, bitte. Einmal ein Ausweis, natürlich. Tja. Bietet sich jetzt an, diesen Witz zu machen, ne? Wie viele Officer braucht man, um eine Personenkontrolle durchzuführen? Die Antwort ist 5. So, bitteschön. Warum haben Sie mehrere? Ja, schwierig. Das ist hier wie bei der Stadt, ne? Einer arbeitet, vier gucke zu. Gut, alles klar. Das stimmt. Ja. Sam Ferris. Ich kenne auch so einige Baustellen, die genau so funktionieren. Ja, richtig. Wie man kurz sagen, so der Grund, warum dieses Fahrzeugfahrrad ist. Ich habe gerade eine neue Lieferung Bier fürs Pillows abgeholt und wollte jetzt. Gut, die können Sie gleich hier stehen lassen. Guter Officer. Okay. Muss auch mal nachgucken, ob es auch so stimmt, was Sie geladen haben. Können Sie Herr gerne nachschauen. Herr Müller. Ja, bitte. Soll ich. Da steht hier kein Tatverdacht, ich was. Können ja, nicht gut, einfach in den Kofferraum gehen. Ja, aber vielleicht fällt er vielleicht raus oder zwei. Ne? Aber so. Nur wenn Sie zwei Bier mitbringen. Richtig, so, also. Hätten Sie was dagegen, wenn man hinten reinguckt? Wir können mal kurz an den Kofferraum gehen. Soll ich aussteigen dafür? Ja, bitteschön. Ich darf ja nicht öffnen. Ah, mach dich schon mal bereit, Herr Wolf. So. Da wird jemand nervös. Aha, da können Sie ja eine ganze Fußballmannschaft mit ausrüsten.